Mission fehlgeschlagen? Ach du Scheiße. Okay, jetzt das Spiel schon laden. Achso, es fehlt dann nur noch einer, ne? Also der letzte fehlt noch. Dann mache ich das gleich gewitzt wie vorher. Kommt der eigentlich? Komm her, wir hatten das Ganze schon mal. Shit, da kommt noch einer. Oh Mist, der geht diesmal anders. Bin ich darüber gegangen? Ja, du bist ein toter Mann. So. Ja, das mit der Granate war eigentlich gar keine so schlechte Idee. Da ist, das ist dann ganz, das Ganze ein bisschen rustikaler, sage ich jetzt mal. Sollte aber hinhauen. So, ich weiß nicht, soll ich gleich da nochmal reinschleichen oder soll ich einfach vorbeischleichen? Weil wenn ich da reinschleiche, habe ich halt dann irgendwie das Problem. Oh, das reicht eigentlich. Da kommt nämlich einer noch raus, den könnte ich noch erledigen. Das Problem ist, es könnte schief gehen. Die Explosion war zu groß auf diese Entfernung. Verstecke dich in Büschen und hohen Gras, um vom Gegner nicht gesehen zu werden. Jo. Ich glaube, da. Ich glaube nämlich, dass das nicht für den da zählt, sondern für den da. Das funktioniert aber ganz. Ein Schuss. Und er ist erledigt. Ach Gott, eieiei. Dieses Herumgeschleiche immer. Kann man eigentlich speichern? Frage ist, ob man. Ich habe es einmal gespeichert. Die Frage ist, ob man jetzt hier speichert oder ob das dann dort gespeichert wird. Keine Ahnung. So, was nehme ich denn jetzt? Wieder eine Granate. Okay, alle tot. Tschö. Auf dich zu bewegen. Es kommt aber keiner mehr.
So, ich habe eine Risikobewertung. Die Risikobewertung des Halbkettenfahrzeuges des Generals hat wertvolle Informationen zutage gefördert. Grundsätzliche Gefahren gehen von Landminen und improvisierten Sprengladungen sowie von direkten auf entflammbaren Schwachstellen abgefeuerte Schüsse aus. Solange das Reisen auf anerkannt sichere Strecken beschränkt ist, sollten Minen und Explosionsladungen kein Problem darstellen. Der Einschätzung folgend wurden entflammbare Bereiche mit gepanzerten Grills verstärkt, was Schäden durch Schusswaffen minimiert. Jedoch verbleibt ein geringes Risiko für den unwahrscheinlichen Fall eines Scharfschützenangriffs. Ah ja. Jetzt? Eliminiere und durchsuche den letzten Offizier. Keine Ahnung, was die jetzt machen. Ich lasse die da einfach liegen, weil die räumen mich nicht weg. Jetzt nur nicht unachtsam werden. Nein, natürlich nicht. Was wären die das jemals gewesen? Ja gut, diese Sprengladung. Warte, ich muss kurz das Mikro richten. Ja, ich bin schon an dir vorbeigeschlichen, mein Freund. Da komme ich auch wieder weg. Also ich muss sowieso woanders hin. Frage ist, wie das Ganze hier ist halt, ne? Weil möglicherweise müssen wir komplett anders schleichen wie sonst. Also wie beim alten. Auf jeden Fall. Aber. So, M. Gucken. Hier gibt's einen Post. Ich weiß auch nicht, ob der nicht direkt darin ist. Der ist mal erledigt. So, dich nehme ich mit. Komm. Hier hinter das Auto. Das sollte eigentlich reichen. Zum Verstecken. So, ich latsche jetzt querfeld hier rüber. Gehe ich da hoch? Wenn da oben ist der Generator, da kann ich schön wieder snipen. Solange der General in der Nähe ist, glaube ich, schaffe ich das nicht. Ist da jemand? Das war knapp. So, Private Mark 3. Na, da muss ich hoch. Mist. Wunderschön, wunderschön. So, ich kann mich dann mal umsehen. Was das so alles abgeht. So, ich sabotiere mal das Ding. Ich mir mal. Die sind für mich irrelevant. Also wie der und der. Okay, den einen haben wir mal. Das ist sowieso der erste, der stirbt. Das Teil hier weg.
noch einer da? Offizier sehe ich nicht von hier. Einer ist dann noch direkt unter mir. Mist! Komm schon. Sehr schön. Zuallererst will ich den erledigen, aber nur wenn er oben ist, nicht wenn er da steht, weil dann purzelt er über die Treppe hinunter und das kann ich nicht brauchen. Und er ist oben und er bekommt einen Headshot. Bei irgendeinem probiere ich dann mal einen Herzschuss. Ich hoffe, ich treff's. Aber das mache ich dann wahrscheinlich nur beim letzten. Geht woanders noch hin. So, ich lade einfach mal nach. Der hat auch eine bessere Position, wenn er da zwischen den Kisten ist. Das ist... Hey, was ist denn jetzt los? Alter, der geht mitten aufs Feld. Na komm nur her, dann erschieße ich dich gleich von hier. Nein, lieber nicht. Den kann ich auch treffen. Der ist kein Problem, aber den Offizier, den schafft man nicht. Naja. Jetzt. Zack. Und ins Auge. So, jetzt bist du dran, mein Junge. Geh nur schön hin zum See. Das reicht eigentlich. Ui, genau ins Genick. Kopfschuss über den, isoliert und durchdacht. Naja, was... Das erwartet man von einem Profi-Sniper. Die Frage ist halt, was passiert, wenn ich auf den da... Du was, ich probiere einfach... Ich mache einfach das da. Moment. Tja. Ja. Ist noch einer. Shit. Warte, den erledige ich mal kurz. Los, komm. Komm, Generator. So, dann wird der mal erledigt. Ist mal einer weniger. Gott sei Dank. Den sehe ich auch von hier aus. Das wäre kein Problem. Oder das ist kein Problem. Das wäre nicht einfach kein Problem, sondern das ist kein Problem für mich. So, wunderschön, der Kopfschuss. Bonus für Geräusch. Ach du Scheiße. Shit. Den erledige ich jetzt, das geht. Na, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er komplett versteckt. Geht wieder rein, obwohl alle seine Leute tot sind. Wie dumm. Naja,
Jetzt konnte ich wenigstens markieren. Ach, das war ein schierer Kopfschuss. Uah. Hoppla. Das war vielleicht nicht so gesund. Ich heile mich mal schnell. Verband reicht, glaube ich. Pflasterle draufgepickt. Wie das... Ich finde das so geil. Slow-Mo. Oh, was nehme ich denn? Granat. Ich weiß ja nicht, ob da jetzt noch was kommt, weil dann würde ich bei den Autos Dynamit hinlegen oder so, dann dass das schnell, dass die schnell in die Luft fliegen. Shit. Er ist ganz alleine da drin. Oder? Einfach mal ein hier. Offizier. Na dann. Gute Nacht, Offizier. Hoffentlich liegst du gut. So, Bericht über Neuzuteilungen. Major Alessandro, um die Neuenteilung ihrer Truppen vorzunehmen, ist ihre Anwesenheit in der Gabarro-Oase vonnöten. Da spreche ich richtig aus, aber ich glaube nicht. Naja, egal. General Wahlen weiß ihre Unterstützung in dieser Sache zu schätzen. General Major. So, schließen. Und jetzt? Scheiße. Ich hätte es doch. Der General wird bald hier sein. Ich habe noch Zeit, mich vorzubereiten. Dynamit, 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 Dynamit. So. Ach du Scheiße. Scheiße. Ha! Exfiltriere unentdeckt. Ach, die Landmine, die hat ja ihren Dienst getan, ne? Kann ich mein Dynamit... Achso, der wäre hier durchgefahren. Kann ich irgendwie nicht mehr mitnehmen, naja, auch egal. Naja, ja, es sind beide Landminen in die Luft geflogen, naja. Dann verschwinde ich einfach mal. Ist auch ganz passend, weil dann beende ich auch das Let's Play. Aber vorher gucke ich noch auf den Turm. Vielleicht gibt es da was. Wieso denn auch nicht, ne? Also ich sage auf jeden Fall schon mal, ne, tschüss, bis danke, also, tschüss, bis dann und danke fürs Zuschauen, ne. Ich weiß jetzt nicht, was noch kommt, aber ich schätze mal einfach nur eine Sequenz und dann sind wir im Abschlussbildschirm, glaube ich, und da bleiben wir dann halt einfach, ne. Das heißt, zur Sicherheit, einfach nur zur Sicherheit, speichere ich einfach nochmal, dann sind wir jetzt hier im Prinzip, dann auf in den... Ich durchsuchte das Wrack und die Leiche, was ich fand... Zwei Wörter.
Projekt Seuche. Ja, so kurz wie im zweiten Teil. Die Abschlusssequenzen immer, ne? Oh, die Verbindung zu Steve wurde unterbrochen. Naja, ist glaube ich auch nicht so tragisch. Sollte nicht so schlimm sein. So, wir wurden befördert. Wir haben irgendwas freigeschalten. Da bin ich mir noch nicht... Achso, das war ja nur die... Das sind noch neue Pistole. Blödsinn. So, 4 geht sich aus, natürlich. So, sind wir Stufe 3. 4. So, Kakeno, Stolpermine sind alles neue Waffen und neue Fallen. Na, geht sich noch... Nein, geht sich kein Level Scharfschützenbonus? Nee, geht sich kein Level mehr aus. Scharfschützennest? Nee, 100. Wenn er nicht mehr kommt wie 100, wird das so nichts. Waffenteile. Ja, wir haben die Mission abgeschlossen. Wenn man alle Bonusmissionen macht, schließt man die Mission ab. Okay. So. Wir haben 63 Kills. Gesamtschussentfernung 1700 Meter. Feinde markiert 49. Zweimal Standardwechsel. Wir haben keinen einzigen Weitschuss gemacht. Naja, egal. So, Kriegstagebücher, 7 von 11 Scharfschützennester, eines von 3, ach, okay. Und optionale Ziele, okay. Gut. Weiter will ich eigentlich gar nicht, wenn ich jetzt so weitergehe, kommt die nächste Mission, das will ich auch gar nicht. Ja, obwohl, ich kann eigentlich auch weiterklicken. Projekt Seuche. Darauf wies der Geheimdienst in der Oase hin. Valens geheimnisvoller Auftrag in Afrika. Ich sollte Antworten finden, stieß aber nur auf immer weitere Fragen. Meine Befehle lauten, herauszufinden, was der Informant weiß, um die Lücken zu füllen. Das Problem ist nur, er wird in einem Kriegsgefangenenlager im Norden festgehalten. Und der einzige Weg dorthin führt über den Halfaya Pass. Ich schließe mich dem Langstrecken-Wüstenkampfverband an. Aber die Deutschen haben sich mit 8-8er Flachs und einem schweren Fahrzeugpark eingegraben. Wir dürfen uns kein großes Feuergefecht leisten. Ich muss ihre Waffen ausschalten und dem Kampfverband den Rücken freihalten. Der Pass ist schwer bewacht, zudem drohen überraschende Konfrontationen auf engstem Raum. Ich muss umsichtig vorgehen und ein paar Minen für einen schnellen Abgang einpacken. Vermutlich nennt man ihn nicht ohne Grund den Höllenfeuerpass. Ja, wenn wir da reinlatschen, sowieso nicht. Okay, das war eigentlich schon der Anfang von der nächsten Mission. Ich sag dann einfach mal, ich weiß nicht, was zunächst kommt, aber auf jeden Fall, ich sag dann mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, ne? Wir sehen uns dann und ich wünsche euch viel Spaß und baba.